Viel los zum Transferschluss auf Schalke. Die Königsblauen gaben auf den letzten Drücker Innenverteidiger Ozan Kabak ab und wurden im Gegenzug selbst noch tätig. Einen Spieler hat der FC Schalke dann gestern noch verpflichtet. Skodran Mustafi, der Weltmeister, wechselt vom FC Arsenal hier nach Gelsenkirchen. Aber er befindet sich natürlich noch in Quarantäne. Schließlich ist er aus Großbritannien eingereist. Dementsprechend ist er für morgen für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg auch noch keine Option. Schalke-Trainer Christian Groß zog auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Wolfsburg ein positives Transferfazit. Ich bin grundsätzlich zufrieden. Der Verein hat sich wirklich sehr, sehr bemüht. Und natürlich verlieren wir mit Kabak einen hoffnungsvollen, jungen, talentierten Innenverteidiger. Aber ich finde, wir kriegen einen Innenverteidiger mit mehr Erfahrung. Und das tut uns in der jetzigen Situation enorm gut. Mustafi ist ein erfahrener Innenverteidiger und ein Leader, der Schalke sicher mittelfristig im Abstiegskampf helfen kann. Aber aus meiner Sicht keine deutliche Verstärkung im Verhältnis zu Ozan Kabak. Außerdem scheiterte ja der Wechsel eines weiteren Offensivspielers. Und da hätte Schalke wirklich noch Bedarf gehabt. Ob im Sturm zumindest Winterrückkehrer Klaas-Jan Hünteler nach seinem Kurzdebüt gegen Werder auch im Pokal gegen Wolfsburg zum Einsatz kommen kann, ist noch unklar. Die Wade des Niederländers macht immer noch Probleme. Ansonsten soll aber niemand für die Liga geschont werden. Man sollte meinen, dass dieses Spiel morgen den Verantwortlichen hier auf Schalke gerade so gar nicht in den Kram passt. Denn alle Energie müsste eigentlich in den Abstiegskampf in der Bundesliga fließen. Dementsprechend heute auf der Pressekonferenz auch meine Frage an Christian Groß, ob er diesem Pokal-Achtelfinale überhaupt eine große Bedeutung zukommen lässt. Ich sage das immer wieder gerne, es ist ein Spiel für die Visitenkarte. Ich denke, am Ende einer Karriere von einem Spieler muss doch mal was Zählbares auf der Rückseite stehen. Nicht nur die Mobilnummer und die Mailadresse auf der Vorderseite. Und es geht um einen Pokal, es geht um einen Superpokal, es geht um eine schöne Trophy. Und am Ende des Tages geht es ja immer um Silberware. Und das können Sie dann übersetzt auch, es geht um sehr, sehr viel morgen. Und deshalb gibt es keine Zurückhaltung. Trotz Abstiegskampf also keine halben Sachen im Pokal. Vielleicht kann Schalke ja aus dem K.O.-Spiel auch positive Energie für die Liga ziehen.